Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Tag 24, 11.26 Uhr. Gleich geht's los mit dem neuen Schwarm. Ich gucke nochmal, ob ich schnell mir nochmal ein paar Pfeile zusammenschustern kann. Vielleicht schaffen wir es ja noch in der Zeit. 5. Brauchen wir 5 Federn. Zack, und 5 Stöcke. Ja, übrigens, es ist Winter. Ne? Also nicht wundern, warum meine Energie unten... Ach, was mache ich denn? Warum meine Energie unten ist? 2, 3, 4, 5. Ich bin vorhin mal kurz ein bisschen draußen spazieren gegangen. Wollte nochmal zum Kupferspot gehen und auf einmal habe ich mich gewundert, warum mir so kalt wird. Es ist Winter. Und ich bin ganz schön erfroren gewesen. Oha. Na, bin ich mal gespannt, ob wir die Hordennacht oder die Schwarmnacht überstehen. So wie wir jetzt hier aussehen. So, dann 5, 5, 5 und ja. Du willst mich schon ein bisschen rollen, ne? So, wir probieren es noch einmal. Ah, Wahnsinn. Haben wir geschafft. Sehr gut. So, schnell wieder raus. Ach, mit diesem Scheiß überhitzen, ne? Mit blöden Überhitzen verlieren wir so viele Punkte. So, dann müssen wir hier kurz austauschen. Einmal dich und einmal dich. Dann schnappen wir uns hier 20 Millionen Bretter am besten. So, damit wir aber noch nicht verputzen. So, jetzt gucke ich nochmal. Hier war nämlich vorhin nochmal ein Vampi, der hat nochmal ein bisschen was zerschlagen. Aber ansonsten müsste eigentlich alles passen. Hier, ein Mais. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, lala. Ansonsten Bogen passt soweit, der ist noch halb voll. Musik ist an, es geht los. Scheiße, meine Energie ist ganz schön im Arsch. Ich ziehe mir das hier noch rein. So, jetzt sind wir mal gespannt. Es wird hier ein bisschen mehr abgehen, gehe ich davon aus. Letztes Mal waren es 6 oder sowas. Wir sind gespannt. Wir haben ja immer noch die Chance, wenn sie uns hier die Bude einrennen, dass wir dann uns hinten noch verstecken können. Was heißt verstecken? Hinten noch hinstellen können. Also sie schlagen uns dann die Tür ein. Hier ist noch eine Melone. Komm, die erstmal noch schnell. Ja, wenn er reagieren würde. Okay. Ist selber schon aufgeregt. Wo willst du hin? Hier bin ich. Wo? Hallo? Oh, jetzt fängt es schon wieder an. Komm her, komm her. So. Wo ist er? Schnell zu. An die Pfeile ran. Alter Schwede. Leck mich am Bobbes. Bin jetzt ganz schön überrannt hier, ey. So. Das ist aber auch ganz schön. Wo? Wo denn hier? Wo noch? Irgendwo sind sie gleich durch, ne? Wo denn? Hier. Alter Schwede, hier geht's ab. Hallo? So. Also manchmal kommt er mit einer schnellen Klickfolge nicht hinterher, ne? Weiß auch nicht warum. Manchmal hat er so seine Problemchen. Tor ist auch ganz schön gedamaged, so. Ja, jetzt sind die Bretter natürlich zu ändern, ne? So, schnell mal rein. Hallo? Alter Schwede. Uiuiui. Oh, schon vorbei? Oha. Leck mir am Arsch. Da ging was. Da ging ein bisschen mehr. Okay, wie viel waren das jetzt? 6, 7, 8. 8 oder so, oder? 8 Stück könnte sein. Ich glaube 8 waren es, ne? Okay. 8 Stück. Respekt. Brauchen wir langsam den Betonmischer, ne? Damit wir hier mal ein bisschen
Die Außenwände verstärken können. Ja, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Hier geht es natürlich auch nicht weiter, weil jetzt haben wir nicht genug Strom, ne? Ja, war mir klar. Warum geht das jetzt nicht mehr? So. Ich bin ja froh, wenigstens keiner durchgebrochen. So. Ach ja, wir bräuchten Öl für Plastik, ne? Aber da wir es ja dunkel haben, wird das nichts. Und wir können nichts speichern, weil... Was ist denn mit dieser Ausdauer? Wir können nichts speichern, weil die Batterie noch ein Elektrikteil fehlt und wir keins haben. Dann gehen wir pennen. Dann gehen wir pennen. Die Nacht ist rum. Oh, schön Energie, schön bis 6 Uhr morgens. Puh, das war schon ein bisschen, aber es ist gut, dass wir den Hammer einstecken haben mit den Brettern. Und da ist es, da muss auch Plastik rein. Von daher können wir wenigstens ein bisschen schon mal vorsorgen und ein bisschen reparieren. So, einschalten. Bleibt das jetzt? Müsste eigentlich jetzt lang, ne? Was haben wir denn gekriegt? Irgendwelche Samen? Interessiert doch keinen. Ah, das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt nicht so eine gute Ausbeute, aber gut. Ist halt so. So, wie schaut es hier aus? Oh, Beet ist fertig. Sehr nice. Dann kommt hier... wo ist Gurkensamen? Wasser ist noch halb voll. Mais, zack, ist auch noch halb voll. Kartoffeln. So, dann machen wir nochmal Kartoffeln. Dann machen wir Melone. Dann machen wir nochmal Melone. Dann machen wir die andere Melone. Hier ist Kartoffeln sind noch. Und hier machen wir nochmal die andere Melone. Hier ist Wasser leer. Wollen wir noch Wasser hier einstecken? Ja, haben wir. Zack. Sehr nice. Hier ist Wasser voll. Sehr schön. Ah, 5,9 Grad. Es ist Winter. Sehr nice. So, Dosen. Meine zu viel, glaube ich, ne? Egal. Zack, zack, zack. Ne, passt sogar. Sogar eine zu wenig, ne? Zack, zack, zack. Wobei, eins können wir gleich essen. Dann... Einmal. Zweimal. Ernsthaft. Ernsthaft. So. Dann essen wir die halt gleich. Zack. Ach, dieses Überhitzen, ne? Oh. Der See ist zugefroren. Der See ist zugefroren. Zum Glück haben wir hinten noch ein bisschen Wasser. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, habe ich jetzt nochmal Wasser rein. Ah, sauberes Wasser, sehr gut. Habe ich nochmal rein. Okay. Habe ich nochmal aufgepasst, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehr nice. So, eine Dose kann wieder hier rüber. Zack. So, kann man so ein bisschen rausstellen. Vielleicht geht es ja 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. So, und schon haben wir wieder 3 Biofuel. Die ganzen Samengedöns. Kann alles hier rein. Auch kein Mensch. So, wie schaut es hier aus? Wir brauchen noch 2 Öl, ne? Brauchen noch 2 Öl. Ja, warum bist du schon wieder aus? Aber ich krieg doch hier 100 zusammen, oder? Also, dürfte doch eigentlich kein Problem sein. 94. Warum? Weil es jetzt bewölkt ist, oder was? Nee, ist es doch gar nicht. Ist es doch gar nicht. Das ist echt die Frage, hau ich mir noch so ein Ding drauf? Platzierbares Strom. Was
Brauchen wir 5 Eisen, 5 Alu, 5 Kupfer, 5 Kobalt. Ist wahrscheinlich besser als so ein Windrad, oder? Wenn ich eine Batterie habe. 5 Eisen, 5 Alu. Oh. 4, 4, oder? War doch so. Ja, Mann. Sehr nice. Jetzt müsste der Strom auf jeden Fall lang. So. Dafür sind die Regale leer. Scheiße. Aber was willst du machen? Ah, jetzt läuft's durch. Okay. Jetzt läuft's durch. Jetzt müsste genug ankommen. Hier. Verfügbarer Strom 40 sogar. Siehst du? 40. Das heißt, lass mal kurz gucken. Platzierbar, sonstiges, der Mischer. Ah, 4 Elektro, 4 Mechanical, 20 Eisenbar. Halt dein Maul, ey. Wahnsinn, ey. Krass. Was das kostet, das Zeug, ey. Das ist ja übel. Das ist ja unmenschlich. Das ist ja echt unmenschlich. Ich meine, ja, es besteht dazu aus Eisen und so, aber ist ja Wahnsinn, bis du das Zeug hast. So. Hier läuft auch alles. Oh, ich finde das so cool. Ich finde das so cool. So, hier hinten die Wasserhütte. Was brauchten die eigentlich nochmal? Habe ich ganz vergessen. Das ist ein bisschen schade, dass es nicht anzeigt, was überall noch so ein bisschen fehlt, ne? Hier brauchen wir noch 8 Elektrikteile und 10 Alu. Yep. Scheiße. Ja, dann laufen wir doch mal zum Alu-Spot zusammen, ne? Dann können wir hier schön über den See laufen. Essen haben wir auf jeden Fall genug. Trinken bis jetzt noch genug. Das Proteine können wir uns vorher noch ein bisschen reinknallen, bevor wir abhauen. Das können wir machen. Hier vorne haben wir dann noch auf unseren Ständern. Die sind noch voll, oder? Ja. Die sind noch voll. So, dreimal Protein. 1, 2 und 3. Dann trinken wir einen Schluck. Da haben wir noch 126 drin. Das langt. So, dann nehmen wir unsere Abkürzung. Das da vorne sieht aus, als ob da einer stehen wird, ne? So, gucken wir mal, ob beim Alu was geht. Ja, schon schön. 10 Alu-Barren. Und für die Elektroteile brauchen wir Plastik und dafür muss der Ölsauger laufen, weil wir 3 Öl pro 1 Plastik brauchen. Puh, alter Schwede, ey. Also das ist schon... Ich finde es schon fast ein bisschen zu krass, ey. Vor allem, da wir jetzt die Gebäude alle leer gelootet haben in den Städten. Ich meine, wir könnten nochmal in eine Stadt gehen und gucken, ob was nachspawnt. Aber soweit ich jetzt mitgekriegt habe und mich da ein bisschen eingelesen, spawnt da jetzt noch nichts nach. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann mal ein Hotfix kommt, wo das dann behoben wird, dass dann wieder was nachspawnt. Wäre natürlich cool, weil ansonsten wäre es natürlich auch ein bisschen schade, wenn du nur einmal in die Dörfer reingehst. Ja, 4 Stück, besser als nichts. Und das war's dann. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, warte mal nochmal kurz. Natürlich auch blöd, wenn du einmal in die Dörfer reingehst, um die Blueprints zu holen und dann brauchst du nicht mehr reingehen, weil eh nichts mehr spawnt. Wäre ja dann auch schade, deswegen sollte da schon was nachspawnen. So. Dann können wir hier mal schnell ein bisschen Sand draus machen. Für Glas. Brauchen wir für die Fenster oben. Ich glaube, 1 oder 2 Glas fehlt noch für das letzte Fenster. Dann haben wir die auch safe. Auf dem Rückweg können wir noch ein paar Lehmbrocken mitnehmen. Wäre, glaube ich, geschickt. Dann können wir noch ein paar Ziegelsteine machen. Um die Wände oben dann noch zu verbessern. Ja, siehste, läuft. Hat sich doch gelohnt.
Das hat sich doch gelohnt. So, aber wir haben die Spitzhacke. Ach, wir haben die Spitzhacke dabei. Sehr gut. Jetzt hatte ich schon Angst, wir haben sie nicht dabei. Aber wir haben, glaube ich, die Axt ist, glaube ich, noch mit dem Hammer ausgerüstet. So. Hier ist noch was. Können wir nämlich oben noch alles komplett. Ernsthaft. Ernsthaft. So, hier spawnt normal immer so viel. Willst mir aber jetzt nicht sagen, dass jetzt, wo ich es brauche, nicht spawnt. Hier lagen immer so viel Steine, die ganze Zeit. Und Stöcke. Alter. Ach, jetzt. Ein Stock wäre noch schön. So. Brauchen nämlich Stock, Steinklinge, zwei Pflanzenfasern. Die Pflanzenfaser haben wir. Brauchen nur einen Stock. Komm, aber jetzt schwach. Ich glaube manchmal das Spiel. Ja, doch. Jetzt hätte ich fast was gesagt, aber hab's mir gelassen. So. Wahnsinn. So, die zwei. Noch was drin? Nee, dauert noch. Gut. So, der braucht bestimmt nur noch einen Schlag. Siehst du, da liegt noch ein Leben. Hätten wir jetzt vergessen. Ja, genau. Wahnsinn. In einen Schlag, den hätte er uns noch gönnen können, ey. So. Weiter geht's. Ah, siehst du, hier liegt eine Melone. Sehr gut. Spiel ist doch gnädig zu mir. So. Gehen wir mal die Richtung. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Lehmbrocken. Wäre nett. Steine, 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 Lehm. Da. Da ist noch Lehm. Sehr nice. Schwupps, die Wups. Sehr. So. Kommst du denn her? Gerade mit dem Augenwinkel gesehen, mein Freund. So, aufhören, Haken zu schlagen. Wie so ein Karnickel, ey. Wie so ein Karnickel hin, her, zack, zack. Hier ist noch Lehm. Nee. Wie so ein Karnickel hin und her. So, mit was bin ich überladen? Weg, 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 weg. Verdammt. Sollten wir mal kurz gucken, ja. Ui. Was bin ich denn hier? Ja. Total verwirrt hier. Sieht schon gut aus, wenn wir jetzt oben noch den Rest alles mit Stein machen. Sieht schon was. Also es wird langsam, es wird langsam wirklich. Doch, langsam werde ich zufrieden. Bin ich zufrieden? Werde ich zufrieden. Langsam bin ich zufrieden. Oben noch die letzten Dinger machen. Dann wird es gut. So. Wir sollten vielleicht auch mal, dadurch, dass wir kein Plastik haben, ist das Ganze ein bisschen blöd. Aber diesen Kleiderständer hier aufbauen, weil es nervt mich. Ich muss auf jeden Fall erstmal die Hose hier ausziehen. Ja, ich habe meine Hose ausgezogen. Ihr habt richtig gehört. Auf jeden Fall erstmal die Hose hier ausziehen, damit wir hier nicht wieder gleich sofort überhitzen. Dann in Alu rein. Zack. Dann Eisen können wir gleich wieder verwerten. Zack. So. Dann irgendwo hatten wir noch, genau hier hatten wir noch ein bisschen was. Bräuchten noch mehr Sand. Jetzt sind wir überladen. Warum sind wir so überladen? Ist das so schwer? So. So. Ich schmeiß die Hose mal kurz in die Kiste rein.
Ach, geht ja gar nicht. Haha. Ja, hier ist doch noch Platz, oder? Hier ist doch noch Platz in der Kiste. Ja, sehr nice. So. Komm. Wir schaffen es an die Werkbank. Sehr gut. So, einmal. Zweimal, dreimal. Schauen wir mal, wie viel wir rauskriegen. Mal oben noch den Rest machen können. Und dann wäre es cool, wenn wir den Zementmischer fertig kriegen, dass wir dann Zement anrühren können. Das ist, glaube ich, auch. Wobei ich das auch nicht verstehe. Das ist auch wieder, glaube ich, 10 Lehm, 10 Sand ist dann der Zement. Ja. Was dann der Unterschied ist zwischen den trockenen Ziegeln, sage ich jetzt mal, und dem Zement dann. Außer, dass es in der Maschine gemacht wurde. Egal. Huch. War lauter Palaber. Hat aufgepasst. So. Du noch. Ah ja, es fällt der erste schon runter. So. Setzen wir gleich mal einen rein, damit wir den nicht verlieren. So. Völligst überladen, aber völligst. Da fehlen auch nur noch 5, ne? Hauptsache der läuft. Hauptsache der Ölsauger läuft, damit wir unser Öl kriegen für Plastik. Ja, kommen wir doch langsam an unser Stromkonzept ran, ne? So langsam läuft's. Ist doch gut. Wenn wir dann hinten mal die Hütte fertig haben, der braucht auch nochmal 100, die Wasserhütte. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich ein paar Solarmodule draufklatschen und ein paar Windräder. Also beides am besten. Aber vor allem auch die Batterie. Die Batterie erstmal herstellen, dass die dann auch schön den Strom speichert und dann nachts vielleicht der Ölsauger mindestens nochmal eine Schippe durchläuft. Das wird ja schon mal lang, wenn es nochmal eine Rutsche durchläuft, der Ölsauger. Wird uns auf jeden Fall schon was bringen. So, Sand haben wir, glaube ich, noch. Wir müssten hinten noch Steine haben. Das noch langt. Huch. Verklickt. So. Zap, zap. So, haben wir hier noch Steine? Jawollo. Jawollo. Oh, es schneit draußen. Wie geil. Es schneit. Jawoll. Unsere Wasserprobleme sind, also was heißt Wasserprobleme, wenn wir welche gehabt hätten, wären die jetzt erledigt gewesen. Aber wir haben ja relativ gut vorgesorgt. Muss ich dann auch gleich nochmal zu den Beeten die gießen, weil die werden jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon trocken sein. So. Den letzten Sand noch. Zack, sehr schön. Oh, herrlich. Herrlich. Ich mag die Jahreszeiten hier in dem Spiel. Gefällt mir sehr gut. Haben sie echt schön gemacht. Ist zwar vielleicht ein bisschen kurz. Aber was willst du machen? Trotzdem nice. So. Dann die letzten Ziegel hier reinklatschen. Und der letzte. Sehr gut. Mir juckt die Nase. So. Pass auf, hier haben wir noch einmal Kohle, einmal Lehm. Kohle können wir hier reinklatschen. Der Lehm kommt. Vielleicht beruhigen wir uns erstmal. Du behindert bist. Hallo? Also. Hier mitten im Schneegestöber, weißt du? Ja. Ach hier. Ich bin gerade schön entspannt hier alles und der kommt und nervt gleich wieder, ne? So, pass auf. Ja, hier ist alles leer, das heißt, wir brauchen dich kurz. Wobei es eigentlich wusste, wir können auch gleich den Schnee nehmen. Aber wir müssen gießen. Zack. So. Geht es hier?
Okay, ich muss wahrscheinlich direkt draufstehen, ne? Sonst geht das nicht. Ach so. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ja, so geht's nicht. Okay. Ja, wir nehmen erstmal das Wasserbecken. Es schneit ja. Es füllt es normalerweise auch auf der Schnee. Von daher ist es doch erstmal Wurst. So. Essen, 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 essen. Wasserbecken ist auch schon wieder fast voll. So. Hier waren wir gerade. Hier. Wasser. Oh, die Kartoffel ist fertig. Hallo? Zack, dann schmeißen wir hier wieder eine Kartoffel rein. Bisschen Wasser ist noch drin, aber komm. Jetzt wird ja eh gleich wieder voll. Zack. Und zack, dann können wir draußen rein theoretisch nochmal ein Feuerchen aufsetzen mit Wasser. So. Und Feuerchen. Siehst, komm, die Kartoffel machen wir auch mal. Gibt ein bisschen Energie. So, 1, 2, 3, 4. Dann läufst du auch mal wieder durch. So, wie schaut's bei dir aus? 4 Stück! Jawollo! Aber dafür habe ich jetzt kein Kupfer mehr. Scheibenhonig. Ja. Dann muss ich gleich erst nochmal zum Kupferspot rennen. Hilft alles nichts. Das ist der Alu, haben wir wenigstens ein bisschen was. Was haben wir Alu gebraucht? Habe ich schon vergessen. So, komm. Damit machen wir hier draußen noch die Lampe fertig. Was haben wir an Alu gebraucht? Zack, hier draußen schön beleuchtet. Haben wir hier oben Alu gebraucht? Ich glaube hier für die... Ah ne, die haben wir auch schon fertig, ne? Das Windrad. Ich bin echt am überlegen. 20, 40, 60. Na komm, wir machen 100 Windradstrom und den Rest machen wir nur mit Solarpanels. Machen wir die zwei wenigstens noch. Ja, so machen wir das. Alles andere. Ja, komm. Können wir schon machen. So, den einen Stein hauen wir hier noch drauf. Sehr schön. Das ist der. Dann brauchen wir jetzt Kupfer wieder. Dann brauchen wir jetzt Kupfer wieder. Wie kalt ist es denn draußen? Minus 3,3 Grad. Rein theoretisch, wenn wir uns jetzt die Hose noch anziehen, könnte ich dann nochmal zum Kupferspot laufen. Ich glaube, das wäre ich auch... ich glaube, das kann ich machen. Ich glaube, das kann ich machen. Das mache ich jetzt gleich noch offscreen. Werde ich jetzt gleich nochmal zum Kupferspot laufen. Werde nochmal schauen, was da so geht. Was an dem geht leider noch nicht. Ja, dann werde ich nochmal ein paar Steine holen. Ein bisschen Holz wahrscheinlich. Damit wir nochmal ein bisschen hier auf den grünen Zweig kommen. Wenigstens sind die Fenster alle durch. Da wollte ich nochmal gucken. Hier fehlen noch 4 Glas. Okay, siehst du, 4 Glas fehlen noch. Die Tür zu. Ohne, dass es so kalt ist. 4 Glas fehlen oben noch. Und dann habe ich überlegt, weil... Also ich werde hier noch einen kleinen Anbau ans Haus machen. Hier nochmal die Zweierstärke einfach hier vor. Ob ich es bis ganz vor mache, weiß ich noch nicht. Und dann werde ich aber nur eine Etage machen, wie ich gesagt habe. Mit einer kleinen Treppe da hoch. Und dann werde ich, sag ich mal, die Wohnsachen nach oben ziehen. Dass oben das Bett steht, der Ofen, vielleicht noch ein paar Regale oder sowas, dass es oben steht und unten wirklich nur noch die Werkbänke, die Schmieden und so weiter. Den Webstuhl. Siehst du, den Webstuhl, das habe ich nämlich auch gesehen. Den Webstuhl müssen wir auch auf jeden Fall mal woanders hinstellen. Weil ich habe gesehen, wenn wir nämlich die Treppe aufwerten, ist das hier komplett ein Betonklotz und dann ist hier in der Mitte nichts mehr und dann ist der Webstuhl da drin gefangen. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen. Also wir brauchen auch noch Kupfer für ein Elektroteil, damit wir die Batterie fertig machen. Also da werde ich dann gleich mal rüberschiefeln. Weil es ist noch nicht so kalt. Der Schneesturm kommt erst. Ich habe notfalls ein First Aid Kit dabei. Falls was passieren sollte, von daher wird das schon schief gehen. Davon gehe ich aus. Ja, okay. Super. Dann
würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. War wieder eine schöne Runde. Wir haben ordentlich was geschafft. Läuft. Und dann sehen wir uns morgen. Ich wünsche euch was. Euer Morbus LP. Ciao, ciao.